Und wenn mich die Leute fragen, was braucht man, um mit Windelfrei anzufangen, dann sage ich immer, du brauchst Neugier, Humor und ein Baby. Und mehr brauchst du nicht. Genau. Und jeder, der ein schlafendes von einem wachen Baby unterscheiden kann, kann Windelfrei machen, weil wir halten sie einfach ab, wenn sie aufwachen und fertig ist die Laube. Das reicht vollkommen. Und ich glaube, wenn wir das mehr verteilen könnten, könnten wir viel Druck rausnehmen. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, packt das Kind in Windeln und haltet es nach jedem Schlafen einmal ab oder haltet es zweimal am Tag nach dem Schlafen ab, dann werden die viel entspannter.